Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich hier jetzt bin, in der Ecke, was ich jetzt das letzte Mal gemacht hatte. Also, ich weiß auf jeden Fall, wir haben die Drachenrüstung, endlich, die leichte zumindest. Und, dass ich hier auch ein bisschen mal unterwegs sein will. Wo sind wir genau nochmal auf der Karte? Da sind auf jeden Fall einige Tempel, wie auf dieser Karte zu sehen, die ich suche. Oh, was haben wir da? Feuerwurzeln, nice. Und was haben wir da? Eine Höhle. Wie konnte man schnell speichern nochmal? Muss ich so noch machen, ne? Ich speichere mal hier hin. Bevor wir da reingehen. Ich habe total vergessen, was wir alles letzte Mal gemacht hatten. Rostige Axt. Oh. Gefällt mir gerade gar nicht. Nein. Gefällt mir echt nicht. Wir hatten auf der 2 gespeicherte. Fängt schon gut an. Fängt schon richtig, richtig gut an. Hier vor der Höhle. Okay, nur einer kommt raus. Der auch super feststeckt. Nein! Jo. Na, nochmal kurz hier weg. Nicht, dass der andere auch noch kommt. Okay, der andere kommt nicht. Wir haben aber auch noch genug zu essen. Ich muss aber auch sagen, ich bin irgendwie auch zu sehr jetzt wieder an die Steuerung von Gothic 1 gewöhnt, weil ich mache den zweiten Durchlauf auch nur so als Info für euch, die das nicht mitbekommen haben, mache ich jetzt doch im Stream. Und dann die Mods hatte ich vorgehabt, so die Erweiterungsmod. Ach komm, das nehme ich mal mit. Nichts zu plündern. Achso, ja. Speichere ich jetzt noch einmal auf, diesmal auf die 3, weil da ist ja noch einer. Ich habe vor, dann, wenn ich irgendwann die ganzen Dings hier fertig habe, die komplette Reihe, sage ich jetzt mal, hatte ich vorgehabt, dann irgendwann mit den Erweiterungen anzufangen. Darunter Arkolos, Dirty Swamp und so weiter. Golden Gate. Nein, komm. Also, Dirty Swamp, Arkolos und wie die alle heißen, die Erweiterungsmods. Wollte ich dann auch irgendwann mal ausprobieren. Irgendwann mal machen, mit euch zusammen. Dem war das jetzt ein bisschen doof. Ich muss 2 Hände üben. So. Ja, nice. Ich nehme alles mal mit. Rostige Axt. Wir haben hier wieder einiges zum Verkaufen dann auf jeden Fall. Dass wir dann vielleicht doch noch wieder an Geld kommen. Vielleicht einmal nochmal speichern. Das speichere ich mal dann auf die 4. Würde ich sagen. Wenn wir ja schon hier sind. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich es da gleich drinnen wird. Da ist nichts zu holen. Okay, hier ist nichts zu holen. Und ach komm. Ein paar Heiltränke vielleicht. Wir haben ja genug zum Verkaufen eigentlich. Ich gehe mal weiter rein. Ich will wissen, was da gibt's. Noch mehr Untote. Komm.
Was auch immer das ist, ich will's haben. Das speichere ich auch noch einmal. Also, komm, das speichern wir mal auf die 5. Zur Not, wenn das alles viel zu viel wird oder so, können wir nochmal komplett zurückgehen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, was ich da gerade sehe. Und ich weiß nicht, ob der gefährlich ist. Oder wie stark der ist. Aber da ist ein Schwert. Schattenkrieger? Was? Jo, komm ich noch raus? Kann ich denen entkommen? Ich kann denen entkommen, okay. Schattenkrieger, wie soll ich gegen die ankommen? Ich will das Schwert haben, das da drin ist. Komm, wir werden eh jetzt gleich drauf gehen. Ich weiß zumindest, dass hier jetzt dieses eine Schwert ist. Was auch immer das ist. Wo ist denn das auf der Map nochmal? Da im Norden ist diese Höhle. Und wir hatten ja auch vor ein paar Folgen Alter, war das jetzt laut? Lauflieder. Ah ja, apropos, wir können auch mal wieder ein bisschen was essen. Heilkraut zumindest. Und Heilwurzeln. Das gibt Mana. Ach komm, wir haben auch jede Menge Blauflieder. Wir müssen mehr essen eigentlich. Feuerkraut gibt Mana, Feuerwurzel. Wir haben echt nicht viel zu essen. Kann ich eigentlich... Was war das denn gerade? Will ich wissen, was da passiert? Komm, ich guck's an. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal drauf gehen. Ah, die Goblin. Das sind die Suchenden. Jo, geht jetzt alles auf mich los hier, oder was? Toter Novize, okay, super. Da ist noch ein Suchender. Und wahrscheinlich hat Pablo... Ah, nein! Jetzt geht's auch noch los. Wir werden jetzt drauf gehen. Okay, Auge Innos ist zerstört. Ja, Panik. Das war... Hab ich jetzt nicht gelesen, wie der Name war. Hier noch ein toter Novize. Stimmt, hinter denen waren wir auf der Suche. Hier komme ich jetzt erstmal nicht mehr raus. Und ich habe jetzt ein richtig dickes Problem. Oder doch nicht? Alter, ich habe jetzt voll die Panik geschoben. Warte mal. Aber es war ein neuer Tagebucheintrag, ne? Schafdiebe, des Richters Lakai. Wir müssen die ganzen Quests noch alle machen. So. Wo war denn das? Das Auge Innos. Diese schwarzen Kerle gehen mir langsam auf die Nerven. Sie haben das Auge Innos zerstört. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das nun wieder regeln soll. Okay, immerhin weiß ich Bescheid. Die sind jetzt gerade nicht hinter mir her. Das war das. Und ich weiß nicht, wie ich die Suchenden hier alle bekämpfen soll. Ich muss aber noch... Habe ich eigentlich... Ich habe keine neuen Lernpunkte. 5000 Punkte... 5000 oder 50.000? 5000 Lernpunkte fehlen mir noch. Und das waren echt gerade viel zu viele Gegner auf einmal.
Soll ich mal mit den Feuermagiern reden? Soll ich mit Xardas reden? Bin ich am Streamen? Hallo Elfalso, danke, dass du bei mir im Chat was schreibst, aber ich bin nicht am Streamen. Ich bin gerade eigentlich gar nicht live, ich bin am Aufnehmen. Aber danke, dass du in den Chat schreibst. Geil, das ist... Das ist nice. Vielleicht muss ich ihm gleich mal antworten. Oder warte mal, ich mache das mal eben jetzt, ja? Dann mache ich einen kleinen Aufnahmebreak. Und da bin ich auch wieder. Muss einen kleinen Cut machen. Das war irgendwie lustig so. Ich bin nicht live. Ich bin am Aufnehmen und trotzdem sehe ich gerade, dass bei mir der Chat irgendwie aktiv ist. Dass da der eine oder andere noch am Schreiben ist. Aber auf jeden Fall schöne Grüße an dich, Elfalso. Danke, dass du den Chat auch offline am Leben hältst. Den Twitch-Chat. Finde ich super. Und ich finde super, dass man das auch bei OBS sieht, auch wenn man nicht live ist. Ist irgendwie lustig. Aber bitte, wenn ihr, wenn ihr mich ärgern wollt, bitte keine Alerts so irgendwie benutzen, während ich am Aufnehmen bin. Also keine Kanalpunkte verwenden. Ich habe das noch nicht umgestellt, wenn ich ehrlich bin. Dass man also, dass ich dann quasi ein Screen habe, also eine Szene extra für Streaming und eine für Aufnahmen. Habe ich noch nicht getrennt. Muss ich noch machen. Aber ist irgendwie lustig. Aber ja, so, was ich jetzt eigentlich machen wollte, genau, einmal zum Feuermagier ins Kloster, da ist der schon wieder. Überlebe ich das mit? F5 ist hier nicht speichern, warum speichert es nicht? Ich speichere hier nochmal. Und ich gucke mal, ob ich hier vielleicht runterspringen kann und es überlebe. Nein, das überlebe ich nicht. Okay. Interessant. Kann man hier überhaupt runterspringen und das überleben? Da ist ein Lurker. Ich glaube, das wird so nichts. Vielleicht muss ich irgendwie ein bisschen weiter mittig sein. Ohne dass der was von mir mitbekommt. So, den will ich aber fertig machen. Was ist denn das eigentlich für eine... Wofür denn das? Das will ich irgendwann später mal rausfinden. Was ist denn das für eine Höhle eigentlich? Ich sehe da eine Tafel. Aber gegen den Schattenläufer komme ich noch nicht an. Ah, hier gibt es auch Heilpflanzen. Immerhin haben wir das jetzt mal gemacht hier unten. Und der Dude chillt da immer noch. An den erinnere ich mich noch. Der Landstreicher, genau. Den hau ich nicht kaputt. So, ich freue mich aber auch schon, wenn ich irgendwann die ganzen Suchen hier erledigen kann. Darauf arbeite ich jetzt hin, dass ich die kaputt hauen kann. Wir sind ja vom Skill her, wir sind zwar schon Stufe 17, aber zwei Händer, das reicht mir nicht mit 49% Stärke, immer 85%. Da muss noch einiges her. Wir brauchen mehr Gesundheit. Wir müssen mehr beten. Wie sieht's aus? 662 Gold haben wir auch wieder. Und wir können noch ein bisschen was verkaufen. Und mit Kanta hätten wir das auch viel, viel früher machen sollen.
Ich habe mal recherchiert. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann in den letzten Malen mal erwähnt hatte. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir hätten ihn im Knast erledigen sollen, als er noch im Knast war. Und dann unsere Strafe zahlen sollen, wenn wir da irgendwie entkommen wären. Das hätte sich mehr gelohnt. Oh, diese Suchenden, die gehen mir alle auf den Sack. Nein! Wenigstens trifft er mich nicht. Boah, aber das mit diesen Suchenden. Finde ich echt schlimm. Naja, ich weiß nicht, wie lange wir denen noch ausweichen können, müssen. Wir müssen uns aber auf jeden Fall irgendwie von diesem Fluch, den wir uns wieder eingefangen haben. Das ist ja auch hier die Innenstatuen, die sind da auch schon mittlerweile korrumpiert. Die können wir ja auch nicht mehr nutzen, um irgendwie stärker zu werden. Oh, und da ist schon wieder der nächste. Warum sind hier so viele von denen? Und Miltons Aussage von vor ein paar Folgen hier, dass jeder Ohrkrieger vor uns damit Angst haben sollte, bezweifle ich. Ah, hier der nächste Landstreicher. Wie heißt er denn nochmal? Der hatte doch auch einen Namen gehabt. Jorgen, genau. Hey. Best du verschwindest von der Straße. Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Okay, also nichts Neues. Ich sag denen auf jeden Fall Bescheid und dann müssen wir zu Xardas. Wer konnte uns nochmal von dem Fluch befreien? War es er hier? Also Milton? Ne. Ich find's doof, dass ich jetzt nicht noch mehr mit Milton reden kann. Aber warte mal, hier gibt's ja auch noch genug Leute. Was machen die Schafe? Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Erzähl mir lieber, was da draußen geschieht. Die Magier scheinen sehr nervös zu sein. Pedro hat uns verraten. Pedro hat uns verraten. Ich habe es gehört. Aber nicht gewusst, dass du auch darüber Bescheid weißt. Deshalb habe ich nichts gesagt. Ist der Feind stärker als wir? Ich meine, werden wir ihn besiegen? Noch sind wir nicht tot. Fremden schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Fremden schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Was meinst du? Was für Fremde? Niemand weiß, wo sie herkommen. Sie tragen schwarze, lange Gewänder und haben ihre Gesichter verdeckt. Sie scheinen eine Art Magier zu sein. Zumindest sind sie der Magie mächtig. Das klingt beunruhigend. Aber ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat dieses Problem lösen wird. Im Minental gibt es Drachen. Im Minental gibt es Drachen. Sie belagern zusammen mit der Ork-Armee die Truppen des Königs. Drachen? Ich dachte immer, die gibt's nur in den Schauergeschichten. Glaub mir, sie sind da. Aber die Paladine des Königs werden doch mit ihnen fertig. Das wird sich zeigen. Okay, also... Aber hier gab's doch noch mehr Leute. Wird sich nie etwas ändern. Igaras. Kann man mit denen nicht irgendwie Marduk? Willkommen, mein Sohn. Wo kommst du her? Ich komme von den Höfen. Dann heiße ich dich im Namen der Gastfreundschaft willkommen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Missbrauche dein Gastrecht nicht. Oder du wirst große Probleme bekommen. Nee, ich brauche momentan jetzt jede Hilfe, die ich kriegen könnte. Was ist das Böse? Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Innos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Innos heiliges Feuer lodert, werden Innos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. Und gibt es Neuigkeiten?
Allerdings, dem Feind ist es gelungen, einen Verräter in unsere heiligen Hallen zu schleusen. Er hat das Auge Innos gestohlen. Eines unserer wichtigsten Artefakte. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Feind ist anscheinend schon bis in die Stadt vorgedrungen. Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Am helllichten Tag. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Das habe ich früher auch immer gesagt. Was ist... Also, was mit Lothar angeht, ich habe da wenig ein Problem damit, dass er weg ist, sagen wir mal so. Wo ist der Dieb hin? Wo ist der Dieb hin? Das weiß ich doch nicht. Er ist wie ein Besessener zum Tor gestürmt und dann verschwunden. Ja, also... Egal, wohin er sich verkriecht, unter welchem Stein er sich auch versteckt, Innos Zorn wird ihn treffen und seine schwarze Seele verbrennen. Ich handle stets in Innos. Bennett ist unschuldig. Bennett ist unschuldig. Der Zeuge hat gelogen. Woher weißt du das? Ich habe Beweise gefunden. Manchmal glaube ich, dass Verrat und Gier unsere größten Feinde sind. Und was wird jetzt passieren? Was wird jetzt geschehen? Wir werden den Dieb verfolgen, egal wohin. Wir werden ihn zur Strecke bringen und seiner gerechten Strafe zuführen. Dazu müssten wir erst einmal wissen, wo der Dieb ist. Das werden wir schon herausfinden. Und wenn es auch noch lange dauern mag, wir werden ihn finden. Das schwöre ich bei Innos. Okay, ich speichere einmal, bevor wir da reingehen. Ich würde gerne gucken, ob ich da überhaupt rein darf. Na bitte, geht doch. Das habe ich auch gesagt. Ich wollte auch mal mit den Leuten hier quatschen. Hier, glaube ich, darf ich nicht rein. Hier werden die wahrscheinlich auch noch meckern. Hier gehe ich mal auch von aus, dass die hier meckern werden. Darf ich hier rein? Noch meckert keiner. Hier ist aber auch keiner. Hier ist auch niemand zum Quatschen. Ich will gern mit den Leuten hier quatschen, also. So, Palan, Dyrian. Wie geht's? Ich danke Innos, dass ich hier im Kloster sein darf. Hörst du ein bisschen wie Milton an? Argon. Was wird hier gepflanzt? Hat die mit den allen schon mal gequatscht? Pflanzen zu züchten, damit Meister Neoras daraus Tränke brauen kann. Wie geht's denn so? Du bist nur Gast hier im Kloster Innos. Also solltest du dich entsprechend benehmen und mich nicht bei der Arbeit stören. Guten Tag. Ja, okay. Novize? Unkraut. Ich nehme mal das ganze Unkraut mit. Ich helfe denen hier mal. Vielleicht kann ich das Unkraut verkaufen. Bestimmt finde ich einen Händler für. Einen Abnehmer. Kann ich dir behilflich sein? Was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Meine noch mehr Quests. Sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Was heißt angemessene Spende? Ich brauche ein paar Dinge. Was hat er so im Angebot? Warte mal, Schärpe des Feuers, zusammen mit Magierrobe, nochmal plus 5 alles. Okay, Angst. Landkarte von Corinus. Bergkristall, Pech, Kohle, Flammenzunge, Runenstein, was für ein Runenstein? 3 Runensteine hat er so. Was sind das? Harnisch-Amulett, Schutz vor Waffen 10. So, Zauberstab. Stab der Feuermagie. Ulta verzauberte diesen Stab. Okay, wir haben hier einmal Zauberstab, Stab der Feuermagie und Ulta verzauberte diesen Stab. Klingt schon mal gut. So.
Den groben Zweihänder will ich noch mal... Warte mal. Halte ein, Söldner. Ich habe mit dir zu reden. Was? Was willst du? Es ist eine höchst delikate Situation hier im Kloster. Jeder scheint hier momentan jedem zu misstrauen. Und dann noch dieser Vorfall mit Pedro, das ist äußerst... Ich habe einen Auftrag von höchster Stelle für dich. Du bist kein Mitglied der Gemeinschaft des Feuers und bist deshalb der Einzige hier, der diese Angelegenheit für uns regeln kann. Aber ich muss dich warnen. Wenn ich dir diesen Auftrag erteile, hast du ihn auch auszuführen. Du wirst keine Wahl haben, wenn du weißt, worum es geht. Verstanden? Okay, sag mir, was du willst. Sag, was du willst. Geil. Dann höre genau zu. 600 Fragen. Ich sage es nur ein einziges Mal. Serpentes will, dass du Pedro für seinen Verrat tötest, wenn er dir in die Hände fällt. Bezahlung erhältst du, sobald der Auftrag erledigt ist. Das habe ich nicht gesagt. Und du hast auch nichts gehört. Verstanden? Aber Pedro ist doch tot. Ich brauche ein paar Dinge. Na warte, ich wollte erstmal wegen Dingens hier gucken. Der ist 5. Okay, den kann ich wegwerfen. Der leichte Zweihänder, dann kann ich ihm das verkaufen. Ich brauche ein paar Dinge. So. Hier, den darfst du haben. Die darfst du haben. Das. Weg damit. Immerhin kriege ich wieder Gold. So, das. Hier habe ich noch keine Ahnung, warum ich so viele Pfeile habe. Was habe ich denn? Teleport zum Großbauern, zur Hafenstadt, zum Minental, nach Inkorines, zur Burg, zum Kloster, zu Xardas. Ich habe schon so viele Dingens. Und ich habe 2 Lederbeutel und Olafsbeutel. Warte. Die kann ich auch noch abgeben. Lurkerklaue, die können weg. Die Krallen können weg. Hier, Silberteller kann weg. Silberkelch kann weg. Laborflaschen. Ich glaube, die werde ich niemals brauchen. Können doch weg. Was ist das? Zähne. Und den muss ich mal ausprobieren. Also irgendwas rausfinden damit. Kann ich da was machen? Im Fischer sein Zettel versteckt. Stinkender Zettel. Dieser Zettel war in diesem Fisch versteckt. Haltet euren Hintern unten, Jungs. Die Miliz ist aufmerksam geworden. Keine Überfälle mehr, bis ich mich wieder melde. Halvor. Halvor? Kennen wir nicht Halvor? Babo. Chabos wissen, wer der Babo ist. Da ist was er. Was machst du hier? Ich darf nicht mit dir reden. Man sieht nicht gern, wenn wir uns mit Fremden unterhalten. Ja, das klingt aber nicht sehr glücklich. Das klingt aber nicht sehr glücklich. Naja, ich meine, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Nur, ach, ich will mich nicht beschweren. Mir kannst du ruhig erzählen. Mir kannst du es ruhig erzählen. Und du sagst den Magiern wirklich nichts? Ne? Sehe ich so aus? Also gut. Ich habe ein Problem mit einem der Novizen. Er hat mich in der Hand. Jetzt komm schon raus mit der Sprache. Igaratz. Das ist der Novize, hat einige von meinen privaten Aufzeichnungen gefunden. Er droht mir, dass er sie den Magiern gibt, wenn ich nicht das tue, was er sagt. Was sind das für Dokumente? Was sind das für Dokumente? Das geht niemandem was an. Das ist ganz und gar meine Sache. Okay. Los, sag schon. Das sind ganz normale Dokumente halt. Nichts Besonderes. Ich frag nicht weiter. Okay. Was sollst du für ihn tun? Was sollst du für ihn tun? Darüber möchte ich nicht reden. Auf jeden Fall ist es nichts Innos-Gefälliges. Ich mag gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn das rauskäme. Vielleicht kann ich dir helfen. Komm. Vielleicht kann ich dir helfen. Das würdest du tun? Ja, rede ich ganz drauf an. Ich würde dich natürlich auch dafür bezahlen. Wie viel? Ich habe natürlich nicht so viel Geld, aber ich könnte dir eine Spruchrolle geben. Ich habe einen Heilzauber.
Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ehrlich? Es muss einfach gelingen, es muss. Also, du musst eigentlich nur rausfinden, wo Igaratz die Sachen aufbewahrt. Dann klaust du sie ihm und alles ist in bester Ordnung. Ganz ruhig, du machst erstmal weiter, um den Rest kümmere ich mich. Bist du denn zufrieden mit deiner Aufgabe? Bist du zufrieden mit deiner Aufgabe? Es geht schon, aber ich muss jetzt weitermachen, sonst werde ich heute nicht fertig. Ich will nicht schon wieder bis tief in die Nacht arbeiten, damit ich meinen Soll erfülle und keinen Ärger bekomme. Okay. Mit Igaras sprechen wir mal später. Jetzt will ich aber mit denen hier mal quatschen. Goldener Kelch. Und was ist das da? Auch ein goldener Kelch. Hyroka. Ich habe das Auge Innos gefunden. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich. Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Besessenheit heilen? Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Ja, komm. Gut, hier hast du Gold. Gut. Hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. So. Ja, gut. Da haben wir ein Problem. Vor allem, ich habe das Auge Innos ja nicht mal bei mir. Ich habe ja die Suchenden nicht mal bekämpfen können. Als ob ich nicht schon wie löse ich das Problem jetzt? Ja, da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge damit irgendwie da eine Lösung finden müssen, auf jeden Fall. Ich muss mir da was einfallen lassen. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.